Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum WWE United States Championship zwischen Rusev und Kalisto. Lana ist mit am Ring und ich war mir nicht sicher, ob ich den Kara auch noch mit an den Ring bringen soll für Kalisto, aber ich habe es jetzt mal sein gelassen. The following contest is scheduled for one fall and it is for the United States Championship. Rusev Udria. Rusev Machka. Oh my gosh! I can hardly hear myself think! We're just moments away from what promises to be another great match. Ja, eigentlich hat er momentan die bulgarische Flagge mit dabei, aber. Passt so. Jetzt der Champion. Oh, this match is going to be exciting. I can almost guarantee it. The fans here in Rosemont haven't stopped buzzing all night, and I don't anticipate that changing with this match. Introducing the challenger from Bulgaria, weighing 305 pounds, Rusev. And his opponent from Mexico City, weighing in at 170 pounds, he is the United States champion, Kalisto. So much anticipation, and it all comes down to this. Let's begin. Oh, scheiße, ich bin ja Rusev. Ja, ist euch jetzt wahrscheinlich aufgefallen. Wir haben uns für Rusev entschieden, dadurch, dass er erstmals diese komische Battle Royale gewonnen hat für... um Number One Contender zu werden für den United States Championship. Und ich der Meinung bin, dass jetzt sozusagen langsam diese Story um die League of Nations zustande kommt, auch wenn King Barrett entlassen wurde oder so. Und ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Rio und Rusev sich nicht ganz getrennt haben, dadurch, dass bei Raw ja sozusagen Rusev rauskam und Sin Cara mit an den Ring gebracht hat, während der Rio halt ein Match gegen Kalisto hatte und sozusagen haben sie beide gleichzeitig verprügelt. Haben sich zwar am Ende kein Handshake mehr gegeben oder so, aber bin ich der Meinung, dass sie ganz auseinandergegangen sind. Also sowas wie Sheamus und Rusev und King Barrett und Rusev schon, aber der Rio und Rusev noch nicht ganz. Ja, United States Championship auf dem Spiel, was dann noch dazu kommt.
John Cena kommt ja bald wieder und dann, ja, wahrscheinlich, oder? Und dann wäre Rusev natürlich wieder so, dass sozusagen das Rückmatch, wie kann man das nennen? Also, letztes Jahr war es ja sozusagen Rusev und John Cena WrestleMania, Extreme Rules und Payback. Und dass das hier dieses Jahr sozusagen wiederholt wird, bloß dann erst halt Battleground, SummerSlam und ich weiß nicht, was noch SummerSlam kommt, nur dann. Ja gut, warte, wie geht der? Unser Signature. Running Super Kick oder so. Okay, im Lauf. Zack. An den Hinterkopf wäre natürlich besser gewesen, weil er den wahrscheinlich so auch macht. Naja, und ja, ich bin der Meinung, dass Rusev gewinnt. Dadurch, dass es halt jetzt langsam wirklich mal Zeit ist, dass Kalisto diesen Titel verliert, weil ich nicht finde, dass er den. Also, dass der nicht so. Der wird nicht so in Szene gesetzt. Ach, komm schon. Du hast null Chance gegen den Acculate. Ja, okay, einmal glaube ich, wird er schon rauskommen. Ja! Lol. Hätte es nicht auch im Submission-Match von Natalya und Charlotte passieren können? Das Match ging echt gut. Na, resigning in Moskau. Und wie der Schiri trotzdem noch weiter aufpasst, anstelle zu sagen, lass los, lass los. USA! 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 Und das können dann halt die Fans wieder rufen. Und wo Lana jetzt auf einmal hin ist, weiß ich auch nicht. Aber Rusev ist neuer Champion und wir sehen uns beim nächsten Match.